Hey YouTube, willkommen bei Say What. Ich habe heute ein Unboxing für euch und ich mache auch gleich die Review im Anschluss zu einer Tasche oder Hülle fürs iPad. Ich weiß selber nicht, welches gekommen ist, denn ich habe zwei bestellt. Deswegen öffne ich das Gerät einfach mal oder die Box einfach mal von Amazon. Brauche hier gar kein Messerchen. Wir haben ja immer diese schönen Aufreißverschlüsse. Und es ist die Masim-Tasche für Apple iPad in Transparent. Und probiere ich die einfach mal aus. Sie sieht sehr billig verpackt aus. Ist kein Wunder, denn sie war auch sehr billig, nämlich 6,95 € bei Amazon. Und dafür habe ich gedacht, probierst du es einfach mal aus, bestellst es einfach mal und guckst. Fühlt sich sehr feste an, sehr stabil. Ja, nicht verkehrt. So silikonartig, also man kann es sehr gut kneten. Die Aussparungen sind da. Hier ist ein Deckel über dem Knopf. Hier auch. Ich packe einfach mal das iPad rein und dann sehen wir ja weiter. Bisher hatte ich mein iPad immer so verpackt. Das ist ein Softcase, keine Ahnung, wie man das nennt, von Bild, einfach so eine Tasche. Die ist sowohl für Netbooks als auch fürs iPad. Und, packe ich das mal weg. Da drin habe ich immer das iPad in der Originalhülle von Apple, mit der ich sehr zufrieden war. Viele Leute meckern darüber, ich bin damit sehr zufrieden. Klar, ihr seht, hier schon dreckig und man kriegt sie schwer sauber. Aber, ja, sie funktioniert einwandfrei, sie ist schön dünn. Hübsch ist was anderes zugegeben, aber ich finde, sie schützt dieses Gerät halt sehr gut. Von da aus war ich da gar nicht so unzufrieden mit. Es hält, ja, und das mit dem Rauskriegen ist halt so eine Sache. So, ziehen wir das raus. Genau, so, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier reinbekommen. Der erste Versuch. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich das nur noch über die Ecke hier bekommen. So, Entschuldigung, dass ihr das nicht sehen konntet. Ich brauchte mal gerade ein bisschen Widerstand. Und hier auch noch über die Ecken und vor allem die Knöpfe nicht abreißen dabei. So, Sitz drin ist sehr, sehr feste. Also man hat, ja, das hängt da drin, da ist nichts dran zu machen. Staubig ist es. Man kann es ohne Probleme kopfüber legen, ohne dass es auf dem Screen landet. Das heißt, diese Kante hier geht weit drüber. Ist komplett um das Metall rum. Man hat hier eine Aussparung für den Dock-Connector, für die Lautsprecher. Die sind ausgespart. Hier ist ein Schutz drüber über den Lauter-Leiser-Button. Und wie sich der bedienen lässt. Ja. Also man merkt nicht, dass es wippt, aber es tut's. Und die Aussparung für den Knopf, da kommt man auch sehr gut dran. Hier oben für den An-Aus-Button, den kann man drücken und da fühlt man auch, was kommt. Und hier die Aussparung für den Kopfhöreranschluss. Funktioniert auch, ist garantiert, ist groß genug. Und von da aus ist das schon ganz gut für zu Hause, für den Heimgebrauch. Das Display ist gar nicht geschützt. Das ist ein Nachteil. Da ist auch keine Folie bei oder irgendwas, was man... Nein, ist nicht. Ja, aber für 6,95 € hat man hier einen guten Schutz, dass keine Kratzer drankommen. Kann man auf jeden Fall nehmen. Ich hätte vorher vielleicht das iPad einmal sauber machen müssen von der Rückseite. Genau, es ist gläsern, das heißt, es sieht immer noch aus, man sieht das Original-iPad da durchaus, hat ein bisschen weißen Touch bekommen und hier unten sieht man nur ganz kleinen Masime, keine Ahnung, den Namen drauf. Ja, 6,95 € für das Gerät. Wer eine günstige Hülle sucht, nur um das iPad ohne Kratzer irgendwo auf den Tisch zu legen, der ist hiermit gut bedient. Das war's. Wem es gefallen hat, Daumen hoch. Wem es nicht gefallen hat, dem der nicht. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis denn, macht's gut. Tschüss.